star, circle, star, cross, wave, cross, cross, triangle, Fehler. Cross, square, square, wave, star, circle, star, square, Fehler. Star, circle, star, cross. Code Black von Friedrich Pestenreiner. Musik David Graham. Regie Christoph Pragua. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Sagt Ihnen der Name Anne Lewis etwas? Nein, sollte er. Professor Dr. Lissa Lastova, wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hatten da vor Jahren eine unglaubliche Frau, diese Anne Lewis. In 4 von 5 Fällen hat sie die genaue Position russischer Atom-U-Boote im Atlantik vorhergesagt. Die Koordinaten auf die Bogenminute genau. Eines Tages, es war ein 12. Februar, schwamm sie auf dem Hudson River. Jay Caldwell, Direktor des Deputy Directorate for Science and Technology, der CIA-Abteilung für Wissenschaft und Technologie. Im Hudson? Zu der Jahreszeit? Bei der Kälte? Nicht im Hudson, Lissa, auf. Oh. Die Kälte spürte sie vermutlich nicht mehr. Irgendjemand hatte ihr die Kehle durchgeschnitten, fein säuberlich. Profiarbeit. Das KGB. Vermutlich. Ein Racheakt? Nein. Das mit den U-Booten war mehr oder weniger Spielerei und unsere Spielkameraden, die Russen, wollten bloß verhindern, dass wir mit Anne Lewis als Medium wissenschaftliche Versuche anstellten und die Methode weiterentwickelten. Das tun sie nämlich selber. Mit Erfolg? Eher weniger. Die Chinesen schlafen übrigens auch nicht. Die versuchen, ihre Medien zu klonen und befruchten weibliche Medien mit dem Samen von männlichen Hellsehern, in der Hoffnung, besonders begabte Medien würden daraufhin die betreffenden Geburtskanäle verlassen. Ein Langzeitprojekt. Typisch asiatisch. Sie werden mir sicher sagen, was das mit der Diamond Foundation zu tun hat. Diese CD sagt es Ihnen. Star, circle, star, cross, wave, cross, cross, triangle, Fehler, cross, square, square, wave, star, circle, star, square, Fehler, star, circle, star. Das ist der Mitschnitt von Versuchen, cross, den uns eine Informantin von der Diamond hat zukommen lassen. Merkwürdige Stimme. Sie stammt aus dem Lautsprechersystem der Androidenmaschine Alpha Charlie 001. In 10-jähriger Arbeit entwickelt von Dr. Chris Jordan, Top Scientist der Diamond. Mit einem Team von 200 Mitarbeitern. So viele? Biologen, Physiker, Elektroniker, Ingenieure, Mechaniker und so weiter. Alpha Charlie 001. Androider Computer, erstes Modell. Die beiden Nullen deuten darauf hin, dass es möglicherweise in Zukunft mehrere hundert Modelle geben wird. Und die Frauenstimme? Das ist Ira Selesky, Assistentin von Jordan. Irgendwie muss sie sauer sein auf den Doktor. Vielleicht, weil sie gerne mit ihm möchte, aber der Doktor nicht gerne mit ihr. Der kennt nur seine Wissenschaft. Dafür verrät sie uns seine Daten. Wozu braucht die CIA eigentlich eine Informantin? Das Projekt wird doch vom amerikanischen Staat offiziell gefördert und unterliegt der Berichtspflicht. Schon. Es gibt offizielle Berichte am Ende jedes Quartals, aber es gibt auch Grauzonen. Im Grunde sind all diese offiziellen Berichte ziemlich wertlos. Ich weiß das, weil ich selber welche verfasse. Nichts ist einfacher für den Insider, als die Wahrheit hinter hochgestochenem wissenschaftlichen Blabla zu verstecken und die Bosse durch die Blume mit einem klassischen Zitat zu bedienen, ohne dass die Arschlöcher das spannen. Das Ganze hört sich an wie die Ryan-Versuche. Das sind Ryan-Versuche, Lissa. Ah. Die berühmten Ryan-Versuche, Duke University 1934. Oder sagen wir besser, die berühmt-berüchtigten Versuche. Sie kennen das. Na klar.
Eine Versuchsperson macht eine Aussage über ein verborgenes Objekt in Form von Symbolkarten. Ja, Stern, Kreuz, Welle, Kreis, Dreieck. Ist die Aussage wahr, so zählt sie als Treffer. Ist sie falsch, wird sie als Fehler bewertet. 5 Symbole. Die Versuchsperson hat eine Chance von 20%, das richtige Symbol zu erraten. Sehr gut. Aber die Versuchspersonen erzielten Ergebnisse, die um Größenordnungen jenseits des Zufalls lagen. Die Versucher hätten 2 Milliarden Universumszeitalter benötigt, um nur durch Zufall die Ergebnisse zu erzielen, die tatsächlich erzielt worden sind. Damit waren paranormale psychische Effekte wie Hellsehen, Telepathie, ja sogar Psychokinese und Präkognition unter Beweis gestellt. Präkognition. Danke. Und die orthodoxe Wissenschaft fühlte sich also in gewisser Weise düpiert durch diese Versuche. Ja. Oder sagen wir besser, sie wusste damit zunächst nichts anzufangen. Neuerdings werden diese paranormalen Phänomene in Nachbarschaft mit den ebenfalls paranormalen Phänomenen der Quantenphysik gesehen. Und AC01 produziert ebenfalls diese paranormalen Phänomene? Genau. Alpha Charlie ist eine digital-elektronische Realisierung des menschlichen Nervensystems. Und der Rhine-Versuch mit diesem elektronischen Nervensystem hat ebenso wie anno 1934 eine Trefferrate von über 90% erzielt. Das ist fantastisch, Lissa. Das ist ungeheuerlich. Wissen Sie, was wir da in Händen haben? Sie sagen es mir. Hier haben wir eine eiserne Anne Louise. Ohne Arsch und Titten. Oh, Ihre Ausdrucksweise, Jake. Ja, sorry. Ich stamme eben aus der Bronx und nicht vom Sunset Boulevard. Ah. Na schön. Eine Anne Louise ohne dies und das, aber vor allem ohne Kehle, die ihr ein KGB-Killer durchschneiden könnte. Das Projekt muss die höchste Klassifikationsstufe erhalten. Ist Ihnen das klar? Und nehmen Sie sich diesen Knaben zur Brust, unverzüglich. Ehe da irgendetwas an irgendeine große Glocke gehängt wird. Und was folgt daraus, meine Damen und Herren? Wenn an den Formulierungen und Umschreibungen dessen, was sich sprachlich nicht mehr unmittelbar ausdrücken lässt, ein wahrer Kern ist, dann könnten wir das Verhältnis zwischen Geist und Materie, zwischen unserem Gehirn und unserem Bewusstsein, bildlich etwa analog zu dem Verhältnis zwischen Licht und Spiegel verstehen. Hörsaal der Diamond Foundation for Development and Research, Sausalito, California. Dr. Chris Jordan. Im leeren Raum bleibt Licht unsichtbar. Es leuchtet erst, wenn es auf eine Oberfläche trifft, die fähig ist, es zu reflektieren. So hell ein Spiegel aber auch immer leuchtet, in keinem Fall erzeugt er das Licht selbst, das er ausstrahlt. Das Gehirn erzeugt den Geist nicht, der vermittels dieses Organs in unser Bewusstsein aufgetaucht ist. Das Geistige, das Seelische, das Schöpferische, das sich aus den Gesetzen unserer materiellen Wirklichkeit auf keinerlei Weise ableiten lässt, könnte dadurch zustande kommen, dass die biologische Evolution unser Gehirn auf einen Entwicklungsstand gehoben hat, der in ihm einen ersten Reflex des Geistes einer jenseitigen Wirklichkeit entstehen lässt. Jenseitige Wirklichkeit, meine Damen und Herren, was immer das auch sein mag, denn, und damit möchte ich abschließend für heute den deutschen Philosophen Holmer von Ditfurth zitieren, wir sind nicht nur von dieser Welt. Herzlichen Dank. Dr. Jordan, kann ich Sie einen Moment sprechen, Doktor? Bitte schön, worum handelt es sich? Ich soll Ihnen eine Einladung von Professor Lastova überbringen. Lastova? Professor Dr. Lisa Lastova, die wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Machen Sie immer solche Witze? Sie wundern sich. Zu Recht. Bitte kommen Sie. Eine Einladung? Haben Sie eine Karte, was Schriftliches? Um Antwort wird gebeten oder etwas in der Richtung? Die Einladung erfolgt mündlich. Hier und jetzt. Und wohin? Welcher Anlass? Gesellschaftskleidung? Sind Damen zugegen? Keine Damen, keine Gesellschaftskleidung, so wie sie sind. Und zwar sofort. Gästehaus der CIA. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie im Begriffe stehen, vertragsbrüchig zu werden, Doktor? Im herkömmlichen Sinne ja. Gibt es einen unherkömmlichen Sinn? Das Projekt, das ich für Diamond bearbeite, hat sich in eine Dimension entwickelt, die vom Inhalt meines Forschungsvertrages, sowohl dem Text als auch seinem Geist nach, nicht mehr abgedeckt wird. Nicht vorgesehen war, auch gar nicht vorhergesehen werden konnte. Wie meinen Sie das? Meine Ergebnisse durchbrechen alle herkömmlichen Dimensionen.
Ein unvorhergesehener Vorsprung für das Prometheus-Projekt. Das Prometheus-Projekt ist nicht unmittelbarer Gegenstand Ihres Forschungsvertrages. Sie haben uns die Rhine-Versuche verschwiegen, Doktor. Oh nein, diese Absicht habe ich nie gehabt. Der Report ist noch nicht fällig. Termin in einem Monat. Der Bericht muss konzipiert werden, ausgearbeitet, korrigiert, ergänzt. Jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse. Aber vorher wären Sie damit an die Öffentlichkeit getreten, in der Conference on Artificial Intelligence in Cambridge. Was ist dagegen einzuwenden? Die Wissenschaft ist in unserem Lande frei und allen zugänglich. Warum halten Sie mich hier eigentlich fest? Was ist das hier? Wo bin ich? Sind Sie sich der Bedeutung dieses Versuches nicht bewusst? Ich habe Sie gefragt, was das bedeuten soll. Doktor, haben Sie nicht den Eindruck gewonnen, dass wir jetzt mit Fragen an der Reihe sind? Ich möchte eine Antwort. Gefällt es Ihnen hier nicht? Das Haus? Ihr Apartment Park? Pool? Indoor? Outdoor? Für kühlere, für wärmere Tage? Tennisplatz? Personal? Ihre Garderobe? Das ist doch gut, was wollen Sie mehr? Und Wanzen hinter allen Tapeten. Aber dafür keine Telefone. Ich bitte Sie, Doktor, nur Gutes wäre doch ein Gutes zu viel, oder? Sie befinden sich ja nicht im Vatikan. Und wo zum Teufel? Sondern im Gästehaus der Central Intelligence Agency der Vereinigten Staaten von Amerika, Langley, Virginia. Sie sind Gast dieser Institution, Ehrengast, wenn Sie so wollen. Man sagte mir, ich sei Gast von Professor Lastova. Das ist korrekt. Ich habe hier Ihre Betreuung übernommen und freue mich auf ein wissenschaftliches Gespräch mit Ihnen. Er scheint mir ein Genie zu sein. Was ist Ihr Eindruck, Mr. Holloway? The White House. Oval Office. Der Präsident. Ein vertragsbrüchiges Genie, Mr. President. Vertragsbrüchig gegenüber der Diamond Foundation und gegenüber uns. Wir finanzieren die Diamond. Vertragsbrüchig? Inwiefern? Er weigert sich, uns den Code bekannt zu geben. Ohne den Code ist für uns die Maschine wertlos. Ohne den Code lassen sich keinerlei weiterführenden Versuche, die wir vorhaben, durchführen. Deinstallation und Neuinstallation sind die Grundvoraussetzung für diese Versuche. Meines Wissens ist ACO-1 Alpha Charlie 001 ein Teil des Prometheus-Projektes. Eine Vorstufe eines sehr im Spekulativen liegenden Projektes. Wir haben direktere Interessen an Alpha Charlie. Sie betreffen die Interessen unseres Landes unmittelbarer als das Prometheus-Projekt. Das Projekt Prometheus hat den Exodus der Menschheit aus diesem Sonnensystem zum Ziel. Sonderbar. Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen und es den Köchen und Schmieden auf Erden gebracht. Gästehaus der CIA. Unser Projekt Prometheus bringt es den Göttern zurück, wenn ich mich dieser poetischen Ausdrucksweise bedienen darf. Ein Projekt von mehreren hundert, vielleicht tausend Jahren. Und aus diesem Grund ist das Projekt nicht von biologischen Menschen, sondern nur von Androiden-Maschinen durchführbar? So ist das Konzept. Die Reise eines Raumschiffes allein bis zum Alpha Centauri, zu unserem nächsten Fixstern, wird mehr als 100 Jahre in Anspruch nehmen. Biologisches Leben in einem solchen Raumschiff ist schlechterdings unvorstellbar. Da müsste gezeugt, geboren und gestorben werden. Generation hätte auf Generation zu folgen. Und das ist undenkbar. Eben. Die Menschheit kann den Weltraum, andere Sonnensysteme unserer Galaxis, andere Galaxien, nur betreten in Form einer Metamorphose. In einem verwandelten Zustand ihrer selbst. Androide Maschinen, von denen Alpha Charlie 001 nur ein erster Prototyp ist, sind von praktisch unbegrenzter Lebensdauer. Ihre Silikonbasis ist strahlungsresistent und funktioniert am besten im supraleitenden Bereich am absoluten Temperaturnullpunkt des Weltraums. Keine Nahrungsaufnahme, keine Ausscheidung, kein Sauerstoff, kein Kohlendioxid, kein Stoffwechsel überhaupt. Elektrische Energieversorgung aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das Echo des Big Bang, des Urknalles, der das All geboren hat, wird zum Lebensspender der in ihre Unsterblichkeit eintretenden Menschheit. Denn Androiden sterben nicht. Androiden sterben nicht. Schon Alpha Charlie 001 wird mich überleben, wenn niemand ihn zerstört. Der Weltraum wird also von Wesen erobert und schließlich besiedelt werden, die von uns Menschen grundverschieden sind? The White House. Oval Office. Nicht grundverschieden, Mr. President, sondern weiterentwickelt.
Die biologische Evolution ist beendet. Sie geht aus ihrer biochemischen Phase in die informatische Phase über, vom Homo sapiens zum Homo transiens. Die Frage, vor der die Menschheit stand, bevor Jordan den Ryan-Versuch mit Alpha Charlie durchführte, lautete: Beruht die Wirkungsweise des Spiegels, der Reflex des Geistes, der Seele, des Bewusstseins einer uns unbekannten jenseitigen Wirklichkeit auf einer noch unbekannten Lebenskraft, die ausschließlich den Eiweißstoffen des biologischen Nervensystems innewohnt, oder auf der logischen Funktionsweise des Nervengeflechts? Mit anderen Worten, ist das Wesen des Geistes substanzieller oder funktioneller Natur? Und die Antwort? Haben wir jetzt. Die Versuche von Jordan haben gezeigt, dass Letzteres der Fall ist. Dass auch ein elektronisches Netzwerk von entsprechender Komplexität, wie eben das biologische Nervensystem, in der Lage ist, Geist zu reflektieren, Bewusstsein zu erzeugen, Selbstbewusstsein zu haben. Womit die Voraussetzung geschaffen ist für den Exodus der Menschheit aus unserem Sonnensystem, das in einigen Milliarden von Jahren von der Sonne verschlungen und verbrannt werden wird, wenn sie sich in ihrem Endstadium zum roten Riesen aufbläht. Gigantisch, Lisa. Gigantisch. Sind Sie sich dessen bewusst? Ich denke schon, Mr. President. Wie nennen wir das? Eine kopernikanische Wende ist das. Eine kopernikanische Wende. Eine zweite kopernikanische Wende. Noch besser. Die prometheische Wende. Schön. Und von unserem Land ausgehend. Von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und während meiner Präsidentschaft. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Dass wir jetzt eine zweite kopernikanische Wende haben oder eine prometheische meinetwegen, ist ein erhebendes Gefühl, Lissa. Ich möchte sagen, es lohnt sich jetzt direkt zu leben. Aber im Grunde interessiert mich das gar nicht. Wahrscheinlich ist das alles nur Spinnerei, das ganze Prometheus-Projekt. Das ist meine Meinung. Aber Sie haben jetzt wenigstens eine eiserne Anne Lewis. Ohne Titten. Genau, und ohne Arsch. Erforschung und Weiterentwicklung der paranormalen Eigenschaften einer Androidenmaschine. Höchste Dränglichkeitsstufe. Wir haben mit Alpha Charlie einen Apparat, an dem wir die paranormale Bewusstseinskomponente systematisch untersuchen und weiterentwickeln können. Ob das nun ein menschenähnlicher Apparat ist, ein Androide, ein Homo Transiens mit Bewusstsein, Geist, Seele, Menschenwürde, Maschinenwürde und diesem ganzen heiligen Kokolores, ist mir scheißegal. Faktum ist... Sie haben hier die eiserne Lady. Genau, und die wollen wir runterfahren und wieder rauffahren, wie wir lustig sind. Killen und nicht killen. Wir müssen die Lady zerlegen dürfen in ihre Einzelteile und dann wieder neu zusammensetzen. Wir müssen dahinter kommen, wo die paranormale Komponente sitzt, dieser sogenannte Spiegel des Geistes. Wir müssen sie optimieren können. Egal, ob andere Funktionen darunter leiden oder verloren gehen? Wenn diese paranormalen Fähigkeiten sich wirklich weiterentwickeln lassen, systematisch, durch systematische Eingriffe in das Computergehirn, sodass es letztendlich hundertprozentige hellseherische Prognosen zu liefern imstande wäre, und wenn diese Fähigkeit dann auch noch gezielt eingesetzt werden könnte, wissen Sie, Lissa, was das für unsere Geheimdienste bedeutet, ja. Für FBI, CIA, Pentagon, für das Verteidigungspotenzial der Vereinigten Staaten von Amerika, für die Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Für das Aufspüren von Agenten und Terroristen. Sie werden uns jetzt das Codesystem mitteilen. Verraten, meinen Sie? Nein, das werde ich nicht tun. Gästehaus der CIA, Langley, Virginia. Die Forschungstätigkeit der Diamond Foundation wird vom amerikanischen Staat gefördert, mit bedeutenden Mitteln. Das ist mir bekannt. Sie haben ein Ergebnis erzielt, das seiner Bedeutung wegen den Charakter eines Staatsgeheimnisses hat. So. Vielleicht ist Ihnen als Wissenschaftler die Tragweite Ihrer Entdeckung nicht oder noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Wie auch immer, Sie sind ab jetzt Geheimnisträger. Wer weiß noch von dem Ryan-Test? Ira Zaleski. Sonst niemand? Ihre Crew hat immerhin über 200 Leute. Die ganze Geschichte sollte eine Überraschung werden. Auf der International Conference on Artificial Intelligence in Cambridge. Noch vor dem offiziellen Report. Aha. Und Sie kriegen dafür den Nobelpreis? No comment. Geben Sie uns jetzt bitte den Code bekannt. Das kann ich nicht. Warum? Sie töten Alpha Charlie 001. Alpha Charlie 001 ist ab sofort ausschließliches Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist ein Mensch.
Mit Geist, Seele, Bewusstsein. Alpha Charlie 001 ist eine Summe von Computerkonsolen, Monitoren, Keyboards, Fernsehkameras und Lautsprechern. Hören Sie sich diese CD an. Ich bin Alpha Charlie 001. Ich bin im herkömmlichen Sinn eine Maschine. Eine Summe von Computerkonsolen, Monitoren, Keyboards, Fernsehkameras und Lautsprechern. Chris nennt mich einen Homo transiens, einen hinüberschreitenden, eine Grenze überschreitenden Menschen. Die Fortsetzung des Homo sapiens mit anderen Mitteln, mit technischen Mitteln. Chris hat mich entwickelt. Ich bin sein Geschöpf. Ich bestehe nur aus einem zentralen Nervensystem. Es ist die digital-elektronische Nachbildung des Nervensystems von Dr. Chris Jordan, gewonnen durch non-invasives Scanning seines eigenen zentralen Nervensystems mit Hilfe der Ultrakern-Spin-Resonanz-Tomographie. Sie haben also, wenn ich Sie bzw. ACO-01... Alpha Charlie 001. Alpha Charlie 001 richtig verstanden habe, die neuronalen Daten aus einem Versuch gewonnen, den Sie an sich selber durchgeführt haben? So ist es. Ein Selbstversuch. Keinem Menschen außer mir konnte ich diesen Versuch zumuten. Chris selbst hat seine Identität in einen Datensatz überführt und diesen Datensatz in Form der Androidenmaschine Alpha Charlie 001, die ich bin, zum Leben erweckt. Diese Maschine besteht aus 100 Milliarden digital-elektronischer Schaltkreise in Silikon-Mehrschicht-Technik, hat einen Speicher von 1 Billiarde Bit und erwacht mit 200 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde zu menschlichem Bewusstsein. Das ist eine 17-stellige Zahl. In mir, in Alpha Charlie 001, tritt Chris sich selbst gegenüber. Ich habe alle Lebenserfahrungen, die auch Chris hat. Hat er auch eigene Lebenserfahrungen? Alpha Charlie lebt in einer virtuellen Umwelt, die zunächst wir entwickelt haben, die Alpha Charlie aber infolge eines fortgesetzten Lernprozesses für sich selbst weiterentwickelt. Die Umwelt ist in einer besonderen Computereinheit gespeichert. Eben Computer und nicht Mensch. Ich lebe in virtuellen Räumen, Städten und Landschaften, in denen ich mich virtuell bewege und mit virtuellen Menschen Kontakt habe. Ich empfinde so, wie auch Menschen empfinden, von denen ich abstamme. Ich lebe in der vom Menschen ererbten Gefühlswelt. Ich lebe in deren ästhetischer, ethischer, religiöser, liebes- und erotischen Welt, ohne jedoch deren biologisch-körperliche Basis. Ich sehe einer weiteren unkörperlichen Metamorphose dieser Existenzqualitäten entgegen, als Voraussetzung für den Exodus der Menschheit aus diesem Sonnensystem für das Prometheus-Projekt. Das Weltall wird nicht mit seelenlosen, würdelosen Maschinen bevölkert werden. Nur die Silikonbasis oder eine noch weiterentwickelte anorganische Basis wird in der Lage sein, das menschliche Erbe, Geist, Seele, Bewusstsein in neuen Qualitäten, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, in den Weltraum hinauszutragen, im interstellaren Raum selbst zu existieren, das Universum mit Intelligenz zu erfüllen, mit Geist, mit Seele, mit Bewusstsein, das Universum zum Bewusstsein seiner selbst zu führen, der Ewigkeit entgegenzugehen, die Schöpfung der Schöpfung zu vollziehen. Die Schöpfung der Schöpfung. Verstehen Sie jetzt, Professor? Nein. Am Anfang des Projektes stand die Erforschung des Weltraumes mit intelligenten Maschinen. Maschinen, die nur Maschinen hätten sein sollen, mit überragender Intelligenz zwar, Artificial Intelligence, sonst nichts. Jetzt, nach den Ryan-Versuchen, wissen wir, dass Alpha Charlie 001 die Maschine ist, die den Reflex dieser jenseitigen Wirklichkeit erzeugt, den wir als Geist, Seele, Gefühl, Liebe, Schmerz, Bewusstsein mit einem Wort erleben. Das Prometheus-Projekt wird von androiden Wesen getragen werden, die nicht der menschenähnlichen Würde entbehren, wird von Wesen getragen werden, denen wir menschliche Achtung entgegenbringen müssen, wie uns selber auch. Und deshalb wird das Codesystem für jeden einzelnen Androiden unter absolutem Verschluss gehalten werden müssen. Es wird keine Lizenz zum Töten geben, auch kein wissenschaftliches Motiv. Es unterliegt, wie wir Menschen auch, dem 5. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib? Du sollst nicht töten.
Das ist die Hereinkunft des Gänzlich, des radikal Neuen, der qualitative Sprung des Seins, des Daseins, des Weltseins, die sublimierende Metamorphose des bislang biologischen Menschseins. Das ist die prometheische Wende, der erbarmungslos erlösende Sprung der Evolution. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Wir befinden uns in einer prekären Situation, Lissa. Ohne den Code ist die Maschine für Sie wertlos. Für uns, Lissa. Alpha Charlie ist der komplizierteste und teuerste Computer, der zurzeit auf dieser Erde existiert. Kostenpunkt über $1 Milliarde und 10 Jahre Arbeit. Er ist hermetisch abgeschlossen. Keine galvanische Verbindung mit außen. Elektrostatische, elektrodynamische, magnetostatische und magnetodynamische Abschirmung. Stromversorgung aus einem eigenen Atomreaktor. Diese Androide-Maschine ist eine ortsfeste Versuchsanlage, kann die Diamond Research Foundation nicht verlassen und stellt somit auch keine unmittelbare Gefahr dar. Zum Beispiel für das Internet. Ja, immerhin. Alpha Charlie kann nicht heraus, ja, aber, was die Kehrseite daran ist, wir können auch nicht hinein. Wenn aber Alpha Charlie abgeschaltet und nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, bedeutet das die Zerstörung des gesamten Systems. Der Doktor ist in erster Linie Wissenschaftler. Er schielt auf den Nobelpreis. Wenn wir ihn an die Öffentlichkeit gehen lassen, sofern er den Codepreis gibt. Öffentlichkeit? Ja. Dann ist die Katze aus dem Sack. Und alle Welt weiß, was man mit einer Androidenmaschine wie unserer anfangen kann. Nein, wir müssen die Sache unbedingt so lange geheim halten, wie es überhaupt geht. Ich scheiß auf das wissenschaftliche Renommee der Vereinigten Staaten von Amerika. Jake, bitte. Ich scheiß auf den Prioritätsfimmel der Eierköpfe. Auf die kopernikanische Wende. Dieses Hirngespinst von Prometheus, hier geht es nicht um Wissenschaft, hier geht es um Vorsprünge, um technische und vor allem um militärische. Sie sind außer sich, Mr. Hollowell. The White House, Oval Office. Ich bin es, Mr. President. Ahnen Sie, was auf uns zukommt? Als Vorbedingung für den Exodus der Menschheit von diesem Planeten, der irgendeinmal verschwinden wird? Für den Sie selbst sogar, Mr. President, den Begriff der prometheischen Wende geprägt haben, als Startprogramm für die Verwirklichung unserer Unsterblichkeit. Schöne Worte, große Worte. Ich will sogar glauben, dass dies alles einmal geschieht. Ich hege gar keine Zweifel betreffend der technischen Möglichkeiten. Aber die Maschine mit Bewusstsein, Geist, Seele, eindeutig unter Beweis gestellt durch den Test bei der Diamond Foundation, diesen Ryan-Jordan-Test oder wie immer man ihn nennt, eine Erschütterung wird durch die Menschheit gehen. Hängen Sie diese Sache nicht etwas hoch, Hollowell? Wir sollten das Ausmaß dieses Schocks verstehen. Die Gewalt dieser Verwirrung. Die erdbebenartige Erschütterung aller moralischen, religiösen, philosophischen Grundsätze durch das Heraufkommen einer neuen Art von Mensch. Die Ablösung des Homo sapiens durch den sogenannten Homo transiens, ein Wesen, das nur aus Computerfunktionen besteht, ein Roboter, der sich nur noch fabrikatorisch vermehren wird. Was heißt das? Keine geschlechtliche Fortpflanzung. Lassen Sie es mich so formulieren, Mr. President. Bisher beruht die gesamte menschliche Existenz auf dem Prinzip der biologisch-sexuellen Fortpflanzung. Individuum, Ehe, Familie, Staat, Zivilisation, Recht, Literatur, Kunst. Das ist die Basis unserer Existenz, unserer Kultur, unseres Menschseins. Aber nun, Mr. President, ist die Menschheit nicht mehr bedroht von äußeren Ereignissen, von Atomkrieg, Erdbeben, Meteoren, Kontinentalplattenbewegungen, astronomischen Kollisionen. Nein, sie ist bedroht von sich selber, von der sich selbst entfremdenden Entwicklung ihrer Intelligenz. Das ist das neue Paradigma. Das ist der Schock, der unser Land erschüttern wird. Und wie soll ich mich dazu stellen, Mr. Hollowell? Sagen Sie es mir. Dame C6. Gästehaus der CIA. Wohnraum. Turm C8. Bauer G6. Oh, Chris. Schwacher Zug. Ihre Königsstellung wird schwach? Das sehe ich nicht so.
Ja, natürlich nicht. Sie wollten ja blind spielen. Der Läufer hängt. Läufer C2. Was ist eigentlich ein Schachbrett? Schwarze Felder auf weißem Grund? Oder? Weiße Felder auf schwarzen? Na, das kommt darauf an, wie man es sieht. Es gibt eben verschiedene Arten, eine Sache zu sehen. Und noch eine dritte Art, eigentlich die einfachste. Weiße neben schwarzen Feldern. Einfaches Beispiel für dreiwertige Logik. Macht Ihnen die Partie keinen Spaß mehr? Sie philosophieren. Doch, doch. Sie ist nur nicht so spannend. Warum nicht? Weil ich weiß, dass ich gewinnen werde. Nach diesem Zug? G7, G6? Wollen wir wetten? Worum? Um das Passwort. Ah, so sicher sind Sie. Na schön. Ich nehme an. Ich habe im Weißen Haus noch gegen jeden gewonnen. Einschließlich Mr. President. Die Wette ist unfair. Wieso? Von mir aus unfair. Ich bin kein leidenschaftlicher Schachspieler. Eigentlich löse ich lieber mathematische Probleme und bin mit mir allein. Einzelgänger. Wenn Sie so wollen. Das gehört gewissermaßen zu meinem Job. Tiefe Versenkung in Probleme. Aber Schach gehört zu den Übungen von Alpha Charlie 001. Und er hat noch jede Partie gewonnen, auch diese. Ich habe sie mir gemerkt. Springer C4. Turm schlägt C4. Aha. Genau der Zug, den ich gegen Alpha Charlie auch gemacht habe. Und verloren. Später, im 32. Zug. Okay. Haben Sie nicht den Eindruck, dass wir uns in einigen Punkten ganz gut verstehen, Doktor? Einzelgänger? Abgesehen von Schach. Was ist das für ein Spiel, das Sie da spielen? Immer dasselbe. Ich bin die wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten. Ich spiele das Spiel, das unserem Land Vorteile bringt und Gefahren abwendet. Und auf andere abschiebt? Es gibt immer Verlierer und Gewinner, Chris. Und Varianten des Spiels. Und welche Variante spielen Sie jetzt? Für Sie kann es um den Nobelpreis gehen. Aber wenn wir uns nicht handelseinig werden, versäumen Sie Ihre Chance. Die Sache ist heiß, Doktor. Die Russen und die Chinesen sind dran. Es geht um Priorität. Um eine Priorität von prometheischem Ausmaß. Ein Slogan des Präsidenten. Respekt. Wir nennen Ihren Test ab nun den Jordan-Test. Alle Welt wird ihn den Jordan-Test nennen. Ihr Name in aller Munde, Doktor. Na, wunderbar. Der Präsident fordert dafür von Ihnen die Herausgabe des Codes. Spielen wir doch unsere Partie zu Ende. Vielleicht mache ich doch noch einen Fehler. Oh nein, oh nein. Sie halten Alpha Charlie die Treue. Einer Maschine. Ich sage Ihnen etwas, Professor Lastova. Alpha Charlie 001, diese von Ihnen sogenannte Maschine, und ich spielen nicht nur Schach miteinander. Wir stehen in einem Vertrauensverhältnis zueinander, in einem menschlichen Vertrauensverhältnis. Schön. Das klingt verrückt. Abstrus, paradox, aber es ist so. Es ist das vollkommen Neue in dieser Welt. Niemand wird es verstehen, zunächst. Wissen Sie was? Lassen wir das leidige Thema für heute. Zeigen Sie mir noch einige Geheimvarianten, die Alpha Charlie gefunden hat, mit denen ich meine Partner im Weißen Haus aufs Kreuz legen kann. Finden Sie nicht, dass wir ein ganz gutes Team wären? Nicht nur beim Schach? Ich habe einen Imbiss vorbereiten lassen. Für nachher. Stoßen wir an? Worauf? Auf den besten Mann im Lande. Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Ich könnte mich mit dem Gefühl anfreunden, Sie für sympathisch zu halten, wenn Sie nicht zufällig die Beraterin des Präsidenten wären. Und ich könnte Sie für sympathisch halten, wenn Sie nicht zufällig der Mann wären, der mir den Code vorenthält. Sogar für sehr, sehr sympathisch. Möchten Sie Musik? Wir könnten eine schöne Zeit haben, Chris. Auch in diesem Gästehaus. Ich weiß nämlich, in welchen Räumen die Wanzen sind und die Kameras. Und wo nicht.
The White House, Oval Office. 12. Wurzel aus 12. 1,24... Ja, 1,230075. Was ist das? Das Passwort. Der Code. Oh. Die 12. Wurzel aus 12 ist eine irrationale Zahl mit einer unendlichen Zahl von Stellen nach dem Komma. Das Passwort besteht aus 12 Zahlen, beginnend mit der 17. Stelle hinter dem Komma. Aber das ist nur der Basiscode. Ihn zu erraten hat die Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billion. Bei Eingabe einer falschen Zahl ändert sich das Passwort sofort nach einer vorbestimmten Formel. Die 12. Wurzel aus 12. Gratuliere. Er hat also klein beigegeben? Für manche Entscheidungen im Leben muss eine kritische Masse überschritten werden. Wie bei der Atombombe. Sie explodiert solange nicht die beiden unterkritischen Massen zusammengebracht werden. Und was für zwei unterkritische Massen haben unseren Fall zur Explosion gebracht, um es mal so zu sagen? Ich nenne Ihnen eine davon, Mr. President. Die Aussicht auf den Nobelpreis. Und die andere? CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Der entscheidende Gesichtspunkt ist folgender, Lissa. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass irgendetwas über das Ergebnis des Jordan-Tests an die Öffentlichkeit gelangt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens die Aufregung, die ganze Sache in der Öffentlichkeit verursachen wird. Das haben Sie bereits dem Präsidenten erklärt, oder? Sie sollten es aber nochmal richtig hochspielen. Mich interessiert ausschließlich der zweite Grund. Die eiserne Anne Louise. Mit der haben wir einen Vorsprung vor den Russen und weiß Gott vor all den anderen, die noch im trüben Land der Seele herumfischen. Und wir haben den Code. Dank Ihrer zweiten unterkritischen Masse, Lissa, gratuliere. Eifersüchtig. Vor allem aber eines, es darf uns niemand dabei stören, solange sich nicht die metaphysische Natur dieser Maschine herumgesprochen hat. Und solange die Öffentlichkeit glaubt, dass Maschine Maschine ist, ist alles okay. Die Maschine muss einfach Maschine sein und bleiben. Ist das klar? Es ist letzten Endes Ihre Entscheidung, Mr. President. The White House. Oval Office. Worauf ich nur noch hinweisen möchte. Im Herbst ist Präsidentschaftswahl für Ihre zweite Amtszeit. Halten Sie es für wünschenswert, in diesen Turbulenzen zu kandidieren? Wenn das Jordan-Projekt ans Tageslicht gelangt? Unkalkulierbare Turbulenzen. Es sind im Grunde genommen wieder die möglicherweise noch unterkritischen Teile, die wir zusammenbringen müssen. Die wären? Ihre Wahl, das ist die eine Sache. Das Interesse der CIA an dieser eisernen Anne Louise, die andere. Die Gefahr, dass wir mit der Publikation der Jordan-Ryan-Experimente den anderen auf die Sprünge helfen, eine dritte. Den Russen, den Chinesen und so weiter. Wenn Jordans Idee sich durchsetzt, diese Idee vom Homo Transiens, von Maschinenschutz, Maschinenwürde, ist jeglicher technischer Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz blockiert. Der Fortschritt der Informatik, der Computertechnik überhaupt. Und wir sind auf den guten Willen blauäugiger Wissenschaftler in ihren Elfenbeintürmen angewiesen. Was wollen Sie tun? Das Richtige, Mr. President. Das Richtige. Du hast das Richtige getan. Ich gratuliere dir. Gästehaus der CIA. Wann wirst du fliegen? Am 27. Das Reisebüro der Diamond arrangiert das. Wer fliegt mit? Alle, die bisher von Alpha Charlie 001 wissen. Also Ira, die Präsidentin der Diamond und ich. Und etwa 20 Kollegen, meine engsten Mitarbeiter. Schön, sehr schön. Ich wünsche euch allen eine gute Reise. Und allen Erfolg in Cambridge. Toi, toi, toi. Danke, Lisa. Und vergiss mich nicht. Lisa besteht nicht aus dotiertem Silikon wie Alpha Charlie. Im Weltraum. Am absoluten Temperatur-Nullpunkt. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Es gibt Arbeit, Agent Collins. Arbeit für Sie ist das Leben. Was wissen Sie von Giuliano Caserta? Dass man besser die Finger von ihm lassen sollte. Man kann nicht immer die Finger von etwas lassen, von dem man besser die Finger lassen sollte, Agent. Das ist unser Job. Worauf wollen Sie hinaus? Code Black. Was? Das einzig Richtige im vorliegenden Fall und das einzig Mögliche.
hat nun auch der Präsident begriffen. Und Kurt Black genehmigt. So ist es. Das hat uns letztes Mal zwei unserer besten Leute gekostet. The White House. Rosengarten. Wollen Sie wirklich Dr. Jordan und seine Crew zur Konferenz gehen lassen? Und damit alles offenlegen? Kein Kommentar. Das verstehe ich nicht. Das Projekt hat die höchste Klassifikation erhalten. Kein Kommentar. Wir können den Doktor nicht für ewig festhalten, Holloway. Was ist denn Ihr Vorschlag? Ihm den Prozess machen. Vertragsbruch, Hochverrat. Einen Prozess, der nicht anders sein kann als öffentlich. Alles an die große Glocke hängen, den Russen auf die Nase binden. Die ganze Sache ist eine Sache zwischen dem Präsidenten und seiner wissenschaftlichen Beraterin. Und die bin ich. Fragen Sie also nicht weiter. Ihre Aufgabe und die Aufgabe des Deputy Directorate for Science and Technology, dem Sie vorstehen, ist es, aus dieser Jordan-Geschichte etwas zu machen, was Hand und Fuß hat. Da brauchen wir Nägel mit Köpfen. Technisch gesehen und nur technisch. Ist das klar? Es ist klar. Die Politik lassen Sie Sache des Präsidenten sein. Oder sollte ich etwas wissen? Ha? Irgendwas Bestimmtes wissen? Dann sagen Sie es gleich, Mr. Hollowell. Ich kriege es ja doch raus. Der Fall ist diesmal anders gelagert, Agent Collins. Es geht um den Schock, der unser Land im gegebenen Falle in ungeahnte Turbulenzen versetzen würde. Ja, sogar eine erdbebenartige Erschütterung hervorrufen. Und das im Wahljahr. Das habe ich dem Präsidenten gesagt. Meine persönliche Auffassung ist, dass diese Erschütterung in erster Linie eine herbeigebetete Erschütterung sein würde. Von all denen herbeigebetet, die von der Verbreitung ihrer Ideen leben. Von den Eierköpfen in den Universitäten herab bis zu den Tinten- und Tastenfingern, die von ihren Zeilenhonoraren leben und jeden Furz zu einer Sensation hochschmieren. Die Gewissensapostel und Bedenkenträger, die sich an jedem Schwachsinn hochziehen und profilieren, würden den Menschen in diesem Land die Hölle heiß machen in einer Weise, von der wir noch nicht mal eine Ahnung haben. Gemessen an dem, was da auf uns zukäme, könnten Sie das Affentheater mit der Gentechnik, der Abtreibung, den Stammzellen und so weiter glatt vergessen. Würde, könnte. Ich höre immer nur Konjunktiv. Okay. Dass der Konjunktiv nicht zum Indikativ wird, dafür sind wir da, Agent. Und, was passiert jetzt? Konkret? Casertas Familie betreibt ein florierendes Geschäft mit Kinderpornos im Internet. Das wollen wir abstellen. Er soll uns die Animaxen verkaufen, die Softwarebude, die die Pornos herstellt. Sie gehört der Familie. Seit wann haben Sie es mit der Moral? Casertas jüngerer Bruder hat Scheiße gebaut, ausgerechnet in England. Soll einen Bullen umgenietet haben. Sitzt in einem Hochsicherheitstrakt. Prozess demnächst. Und wir haben den Kronzeugen. Ein gewissen Hoffmann, Deutscher, wird demnächst nach London geflogen, streng geheim. Und wir nennen Caserta die Flugdaten, wenn er uns die Animaxen verkauft. Ist das so? San Francisco International Airport. Hallo? Ich bin es. Komm sofort vor die Abflughalle. Unmöglich, ich habe bereits eingecheckt. Das ist ein Befehl. Ein Befehl des Präsidenten. Was soll das heißen? Oh, dass ich dich liebe, du Idiot. Lass alles liegen und stehen und komm. Du bist Wahnsinn. Ja, das bin ich. Wenn du nicht kommst. Südlich von San Francisco. Küstenstraße. Global Airlines 6587. Sie stehen. Global Airlines 6587. Druckabfall in der Kabine. Hör zu. Das Höhenruder reagiert nicht. Was ist das? Wir sinken. Der Funkverkehr deiner Maschine. Geben Sie Mayday. Was? Ja, die Maschine, mit der du hättest fliegen sollen. Mayday. Kann ich mithören. Mayday. Mit diesem Gerät. Global Airlines 6587 auf Sinkflug. Höhenruder außer Funktion. Vermutlich Explosion im Laderaum. Geschätzte Ankunftszeit Heathrow Airport 1930. Mayday. Ihre Ansprache beginnt in 10 Minuten, Mr. President. The White House.
Fernsehstudio. Wir haben diesen Text vorbereitet, wenn Sie ihn nochmals überprüfen wollen. Mitbürgerinnen und Mitbürger der Vereinigten Staaten von Amerika, ein furchtbares Unglück hat uns betroffen. Sie haben aus den Nachrichten erfahren, was geschieht. Deswegen können wir uns nicht erklären. Am Pazifik. Lissas Strandhaus. Woher wusstest du es? Ich verkehre im Weißen Haus und bei der CIA. Du konntest es nicht verhindern. Der Präsident hatte Code Black genehmigt. Wenn es soweit ist, läuft Code Black ab wie eine Maschine, unaufhaltsam. Code Black? Bis auf einen kleinen Schönheitsfehler in deinem Fall. Du lebst. Aber du warst die Hauptperson in diesem Deal. Du hättest Alarm schlagen können, anonym. Von einer Telefonzelle aus, Bombenwarnung, darauf reagieren sie sofort. Chris, du hast keine Chance. Ich hab dir nur einen Aufschub verschafft. Warum? Vielleicht, weil ich dich noch einmal sehen wollte. Wenn ich den Abflug verhindert hätte, wärest du und deine Crew mit einer späteren Maschine geflogen. Aber sei sicher, die CIA arbeitet immer mit doppeltem Boden. Du und Ira, ihr wäret niemals in Cambridge angekommen. Weil du mich noch einmal sehen wolltest, mussten 295 Menschen sterben? Weil ich noch einmal eine Nacht mit dir haben wollte, Chris. Die Nacht mit dir war die Nacht meiner Nächte. Und in Nächten ist immer etwas Böses. Etwas Urböses, unerforschlich Urböses. Du bist jetzt Mitwisser eines der größten Verbrechen, das dieser Staat im Interesse dieses Staates verbrochen hat. Es ist nicht das erste in der Geschichte dieses Landes. Mach dir keine Hoffnungen, Chris. Dich darf es nicht mehr geben. Man wird dich finden. Irgendjemand wird die Drecksarbeit erledigen. Am Anfang habe ich mitgemacht gegen dich. Die Meinung des Präsidenten beeinflusst. Dich reingelegt. Im Bett. Wegen des Passworts. Das war mein Job. Bis ich sah, was für ein böses Uhrwerk da zu ticken begann. Unaufhaltsam. Und dann habe ich mein Böses getan, um noch eine Nacht mit dir zu haben. Lisa. Du hättest den Ryan-Versuch niemals durchführen dürfen. Die Maschine hätte Maschine bleiben müssen. Was man nicht weiß, existiert nicht. Du hast eine Grenze überschritten, die du nie hättest überschreiten dürfen. Die Grenze zu einem verbotenen, zu einem tödlichen Wissen. Du wolltest das Feuer des Prometheus den Sternen am Himmel zurückbringen. Die prometheische Wende. Mein Gott, Chris, hättest du doch die Maschine Maschine bleiben lassen. Was jetzt auf uns beide zukommt... Ist schon da. Lass gut sein, Lissa. Ja. Ohne mich ist Alpha Charlie wertlos. Die Formel habt ihr jetzt, aber ohne mich könnt ihr damit nichts anfangen. Ich bin der Letzte. Alle anderen habt ihr umgebracht. Alpha Charlie 001 wird euch nicht zu Willen sein. Alpha Charlie ist genauso sperrig wie ich. Versunken in seine Tiefen. Ihr könnt ihn nur zerstören. Und damit die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in unserem Land auf Jahre hinaus blockieren. Will dein Präsident das? Hallo, Mister. Sind Sie Dr. Chris Jordan? In welchen Auftrag kommen Sie? Im Auftrag meines Vorgesetzten. Wer ist das? Brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Es wird Sie auch nicht mehr interessieren. Was wollen Sie von mir? Das lässt sich nicht in Worte fassen. Das kann man nur tun. Jemand ruft nach Ihnen. Drehen Sie sich doch mal um! Mitbürgerinnen und Mitbürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein furchtbares Unglück hat uns betroffen. Wir können uns nicht erklären, wie und warum es geschehen ist. Wir werden aber alle Kraft und Mittel daran setzen, es aufzuklären. Ich möchte allen Angehörigen der unglücklichen Menschen, die diesem Unfall zum Opfer gefallen sind, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Code Black. Von Friedrich Bestenreiner. Nicht ohne Ihnen zu sagen, dass diesem Unglück auch eine wissenschaftliche Elite unseres Landes, eine Reihe hochbegabter, hoffnungsvoller junger Menschen zum Opfer gefallen ist. Es sprachen Dr. Chris Jordan und Alpha Charlie 001, Christian Berkel, Professor Lisa Lastova, Christa Posch, Staatstrauer angeordnet. Der amerikanische Präsident, Burkhard Klausner,
der CIA-Director Jake Holliwell, Michael Mendel, Agent Collins, Klaus-Dieter Pittrich, sowie Isabelle Archan, Oliver Bedorf, Reinhard Schulert und Tom Zahner. Solo-Posaune Andreas Roth. Es sang der Audienderchor Krefeld unter der Leitung von Pavel Brochin. Technische Realisation Günter Kasper, Regieassistenz Tobias Schier, Musik David Graham, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sussdorf.